1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, Leute. Ich freue mich, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio Freie Themennacht. Heute wieder. Also 0800 220 5050. Wer gerne mit mir sprechen möchte, das ist natürlich eine kostenfreie Telefonnummer. Oder mailt uns ganz einfach domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Morgen oder heute Nacht heißt Heike und Heike ist 53. Hallo Heike. Hallo Heike. Hallo Jürgen. Ja, da bist du. Ja. Um was geht's? Jetzt habe ich dich endlich mal erreicht. Ja. Nach langen Schwierigkeitsläufen hier. Ja. Um was geht's denn? Also Folgendes, haben etliche Schicksalsschläge erlitten. Mhm. Und unter anderem, also mein Mann hatte 93 einen Herzinfarkt, wo ich ihn dann wiederbelebt habe und habe es also auch nochmal geschafft, obwohl er 14 Tage im Koma war. Mhm. Und dann noch eine Lungenembolie hatte und noch zwei andere Embolien hatte in der Leiste und. Aber ich will das einfach ein bisschen abkürzen. So, dann ist 96 mein Bruder tödlich verunglückt. Also dein Mann ist gestorben? Ja. Ja. Aber dann jetzt am 1.4.2002, den hatte ich also dann noch gute 9 Jahre, ach so, fast 10 so. Jahre, ja. Wo ich jede Nacht in Angst gelebt habe und keine Nacht richtig durchgeschlafen habe. War er denn ein Pflegefall geworden? Nein, er ist also, nachdem er dann aus der Reha wiedergekommen ist, ist er also auch wieder im Arbeitsverhältnis gewesen. Ah ja. Mhm. Aber trotz alledem, also weißt du, so von jetzt auf gleich aus dem Leben zu scheiden, ne? Ja. Wir sind eigentlich essen gegangen. Ja. Und vorher sagt er noch, ach du, irgendwie, ich glaube, ich habe... Wie hat er sich noch ausgerichtet? Ich habe, glaube ich, irgendwie eine Bronchitis. Hast du so einen Bronchialtee da? Ja, und dann hatte ich einen Bronchialtee. Ich sagte, du, das ist nichts mit einem Bronchial. Mhm. Ich sagte, du, da hast du was am Herzen, wo du immer hinfasst. Er lief dann auch nach draußen an die Luft und brauchte Sauerstoff. Naja, dann ist okay. In welchem? In den Tee gemacht und ist er dann anschließend doch noch mit mir essen gefahren, auch zu einem ganz komischen Restaurant, wo wir früher nie waren. Ja, wann ist er dann verstorben? In welchem Jahr? Am 1. April 2002. 2002. Was ist der Grund deines Anrufes, Heike? Ja, es sind also etliches. Dann ist mein Bruder tödlich verunglückt, 96. Und dann habe ich meinen jetzigen Lebensgefährten übers Internet kennengelernt. Wir haben uns zusammen ein Haus gekauft. Und da habe ich den nächsten Schlag gekriegt. Am ersten Weihnachtstag habe ich ihn mit 220 zu 130 Blutdruck ins Krankenhaus eingeliefert. Mhm. Und Hirninfarkt. Ach du. In diesem letztes Weihnachten? Ja. Wie geht und es dann Ihnen? War er in der Reha und ich habe ihn jetzt also auch zu Hause, aber wir leben mehr oder weniger aneinander vorbei. Wie geht es ihm denn heute? Er spricht, bitte? Wie geht es ihm denn heute? Ja, er meint, er wäre fit. Aber du meinst nicht, dass er fit ist. Ach was, er ist ein ganz anderer Mensch geworden. Er spricht also so gut wie gar nicht mehr. Also wesensverändert. Wie ein Roboter. Ja. Also ich kann fragen und dann kriege ich nur ja, nein. Und solche Fragen zu stellen, dass er mehr äußert, ist ganz, ganz schwierig, solche Fragestellungen zu stellen. Und weil er weiß eben nichts über seinen Zustand. Er glaubt, dass er, wie du gerade gesagt hast, relativ fit ist. Er meint, er könnte morgen wieder arbeiten gehen. Jetzt hast du so eine Anzahl von schweren Schicksalsschlägen hinter dir und eine harte Zeit hinter dir, bekommst die Chance einer neuen Beziehung und dann passiert wieder etwas Grausames. Ja, da war ich so glücklich, dass ich nach einem Jahr meiner Trauer dann endlich dann diesen Mann kennengelernt habe. Und wie gehst du damit jetzt um, dass du nun schon wieder vom Schicksal sehr gebeutelt wirst? Nicht einfach. Hm.
könnte mir vorstellen, dass man irgendwann an einem Punkt ist, dass man sagt, ich kann nicht mehr, ich habe keine Energie mehr. So sieht's aus. Mhm. Ich habe jetzt 46 Kilo. Mhm. Ich habe keinen Appetit mehr. Ich mag nicht mehr essen. Ja. Dein Lebensgefährte, ist der jetzt immer zu Hause oder kann der noch... Also er hat Gott sei Dank so keine Lähmungserscheinung. Mhm. Nur eben, dass er nicht richtig sprechen will. Mhm. Aber er kann. Nur es dauert, ehe er was dann irgendwie so geordnet kriegt. Also er ist dann auch jeden Tag zu Hause. Er kann nichts arbeiten mehr oder so. Könnte er schon. Könnte er schon, aber... Ja, aber er ist in einem kaufmännischen Beruf und das ist momentan noch nicht realisierbar. Also bist du rund um die Uhr mit ihm beschäftigt, kann man so Moment, ja. Hast du denn irgendwo, ich sag mal, so ein Gegenprogramm? Hast du Familie, hast du Kinder, Freunde, nahe Verwandte? Freunde, ja. Aber die haben sich natürlich irgendwo seit dem Tod meines damaligen Mannes auch sehr rar gemacht. Da kannst du die auch an der Hand abzählen. Ja. Das heißt, du stehst eigentlich so mit deinem Schicksal recht alleine da. Ja, und Gott sei Dank habe ich noch meine Eltern. Ach so. Sind die denn noch einigermaßen fit? Und die stehen auch hinter mir, ja. Aber die sehen auch, dass ich immer weniger werde. Und aber so de facto hast du keinen, wo du dein Herz ausschütten kannst, wo du reden kannst? Doch, kann ich. Bei wem? Habe ich hier eine nette Freundin kennengelernt, die wirklich für mich da ist. Und wir sind auch erst seit kurzem in einen neuen Ort gezogen, ja, seitdem ich dann meinen Partner kennengelernt habe, weil der zwei Schäferhunde hat. Und ich da also meinen Ursprung aus meinem damaligen Örtchen aufgeben musste, weil wir wegen der Hunde durch mehr Auslauf was anderes. Ja. Aber das stelle ich mir auch schwer vor, wieder dann noch in einen neuen Ort zu gehen, neue Leute kennenzulernen. Aber du hast jetzt jemanden da kennengelernt. Ja. Dennoch reicht das offensichtlich nicht aus und du gehst ziemlich auf den Zahn. Ich bin also auch in psychologischer Behandlung. Bist du schon? Seit dem Tod meines Mannes. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, es bringt mich nicht weiter. Und jetzt dadurch bedingt, dass das jetzt also mit meinem jetzigen Lebensgefährten passiert ist, habe ich auch Angst, dass jetzt wieder was Neues passiert. Sprich, ich habe also, wie seinerzeit mein Mann verstorben ist, da habe ich ja so einen Anruf von meinem damaligen Schwager gekriegt. Du weißt ja, dass Mutter einem 16 zusteht, habt ihr ein Testament und was machst du mit dem Auto? Von wem hast du einen Anruf bekommen? Von meinem damaligen Schwager. Schwager? Da war mein Mann noch nicht unter der Erde. Pass mal auf, Heike. Du sagst, du bist in psychologische Behandlung, ne? Aber du hast den Eindruck, dass jetzt irgendwie nicht so richtig was bringt. Stimmt. Ich habe den Eindruck, so wie du mir das jetzt geschildert hast, dass du, um es mal salopp auszudrücken, ziemlich auf dem Zahnfleisch gehst. Ja. Ich finde, da muss man was unternehmen. Und da brauchst du wirklich eine ordentliche Hilfe, die dir unter die Arme greift. Das ist ein Fall für meine Mitarbeiterin im Hintergrund. Ich möchte, dass jetzt Sabine mit dir spricht. Dankeschön. In der Hoffnung, dass wir dir da doch was Entscheidendes helfen können. Das würde mich sehr freuen. Bedanke mich recht herzlich. Ich wünsche dir von Herzen alles Gute, viel Kraft und dass du ein bisschen stabiler wirst in der nächsten Zeit. Und natürlich alles Gute für deinen Partner. Danke dir, Jürgen. Liebe Heike, du legst auf und Sabine ruft dich gleich an. Okay, danke, Jürgen. Tschüss. Ja? Okay, danke. Tschüss. So, liebe Leute. Jetzt möchte ich euch sagen, was wir morgen für ein Thema haben. Morgen haben wir das Thema Trucker-Geschichten. Ich möchte gerne morgen mit LKW-Fahrern sprechen über ihr Leben auf der Straße und über ihren Alltag. Ich möchte sprechen mit den LKW-Fahrern über schwere Unfälle, über Sex an Raststätten, Zoff auf der Autobahn, Eheprobleme zu Hause oder auch ungewöhnlichen Erlebnissen in fernen Ländern. Auch ganz gerne mit Partnerinnen von Truckern, die doch sehr viel unterwegs sind und wie das so ist, mit einem Trucker verheiratet zu sein. Das ist ja
oftmals nicht sehr einfach, weil die beiden sich nun nicht so oft sehen, die beiden Verheirateten. Also, das Thema morgen heißt Trucker-Geschichten. Ich möchte gerne morgen mit Lkw-Fahrern sprechen und ihr könnt euch sehr gerne schon anmelden zu der Sendung unter domian@wdr.de oder mailt, also das ist die Mailadresse, oder ruft uns morgen an, ab 0 Uhr, wie immer, sind wir dann erreichbar oder halt auch während der Sendung. Trucker-Geschichten, morgen unser Thema. Und verbunden jetzt bin ich mit Lena und Florian. Hallo. Hallo. Jetzt kann ich mit beiden gleichzeitig sprechen? Ja. Ja, das ist schon mal schön. Also Lena ist 24, Florian 22, stimmt das? Umgedreht. Na ja, also alle so Anfang 20. Richtig. Ihr Lieben, um was geht's denn? Ja, bei uns steht gerade so die zweite Geburt unseres die Geburt unseres zweiten Kindes bevor. Ja. Wir hatten heute einen schönen Grillabend und jetzt ist es, also wir hatten gestern Geburtstermin. Ja, oh, das ist aber ganz haarscharf davor dann, ne? Wie bitte? Ganz haarscharf davor. Ja. Ja. Wehen sind schon immer da. Ich habe auch gerade noch einen Wehencocktail getrunken, dass das ein bisschen weitergeht, weil wir ja schon auch ein paar Mal falschen Alarm hatten und ins Krankenhaus gefahren sind und dann auch wieder nach Hause durften. Ja, wie spannend. Ja, mein Freund ist sehr aufgeregt, weil es für ihn ist es das erste Kind, für mich das zweite. Ach so, ich verstehe, das ist euer erstes gemeinsames Kind dann. Unser erstes gemeinsames, genau. Das wolltet ihr mir so erzählen oder gibt es noch ein anderes Thema? Ja, mein Freund ist ziemlich aufgeregt und weiß auch nicht so genau, wie er dann damit umgehen soll und sich verhalten soll und so. Ach so. Hat er ja angerufen, dass er vielleicht ein paar Ratschläge kriegt. Und naja, da ruft er den Richtigen an. Du hast ja selber schon Kinder, oder? Nein, natürlich nicht. Ich bin da ja ganz unerfahren in diesen Bereichen. Ach so. Ja. Florian, wie plant ihr das denn jetzt? Gehst du mit ins Krankenhaus? Auf jeden Fall. Ja. Und auf jeden Fall. Willst dabei sein, Händchen halten und zur Seite stehen? Ja, doch, auf jeden Fall. Ja. Das erste Kind, sehr, sehr aufregend, das Ganze. Ja, sehr aufregend, wenn mein Chef jetzt noch mitgespielt hätte. Dann, aber wie dein Chef mitgespielt hätte? Ja, mein Chef war nicht so ganz so korrekt. Ich hatte den gefragt gehabt, ob ich in diesen Erziehungsurlaub gehen kann. Ja. Hab dann auch einen Antrag gestellt und so, wie man das halt machen muss, das 7 Wochen vorher anmelden beim Arbeitgeber. Ja, und er hat mir dann eiskalt mal die Kündigung gedrückt. Oh. Jo, aber ist nicht so schlimm. Ich habe heute ein Bewerbungsgespräch gehabt, was auch sehr positiv gelaufen ist. Und achso, schon wieder was Neues in Aussicht. Was machst du denn beruflich? Ich bin Koch. Du bist Koch. Ja, Koch. Immer gefragte Leute. Ja. Immer gern gesehene und gefragte Leute. Eigentlich schon, ja. Sag mal, um auf den Nachwuchs zu sprechen zu kommen, ihr wisst natürlich, ob es ein Mädel oder ein Junge wird? Ja, sicher, wird ein Junge. Ein Junge. Und der Name steht schon fest? Ja, also ich will, dass er Phil heißt und meine Freundin möchte gerne, dass er Lukas heißt. Und dann haben wir gesagt, okay, Phil Lukas ist eine runde Nummer. Phil Lukas? Phil Lukas. Wie Phil Collins und Lukas Podolski. Also ich finde diese Doppelnamen immer so schwierig. Entweder sagen die hinterher dann doch nur Luki zu ihm oder Phil zu ihm. Ja, oder Philu. Oder Philu, genau, ganz genau. Ja. Also Phil Lukas. Na gut, wenn ihr euch dazu... Ist ja jetzt schon Brummer, ne? Wuchtbrummer. Ja. Mit, also die im Krankenhaus haben gesagt, so um die 3500 Gramm hat er. Ja. Um die, 51 Zentimeter groß. Ja. Lena hat schon ein Kind, hat sie mir gerade erzählt. Jo. Ja. Wie alt ist das? 4,5. 4,5. Und wie lange seid ihr beiden zusammen? Oh, 2 Jahre. Ja, das weiß man doch. Ja. Und du kommst mit dem anderen Kind gut zurecht? Ja, doch. Supi. Eigentlich supi, ja, so. Aber macht man sich da nicht Gedanken, so an deiner Stelle, jetzt kommt dein Kind zur Welt? Ja. Macht man sich da Gedanken, ich muss aufpassen, dass ich die nicht unterschiedlich behandle, dass ich die gleichermaßen herzlich behandle zum Beispiel? Nee, weil ich habe super Verhältnis zu der Kleinen und ich sag mal so, das was, wenn man jeden Morgen aufsteht oder wenn sie in der Nacht mal jabbelt und man wird wach und das was sie mir jetzt so gibt, das ist eine super Vorbereitung und auf das was vielleicht noch kommt. Ne, verstehe. Mit den anderen. Ein gutes Training. Und, wie gesagt, also nö, eigentlich überhaupt nicht, da macht mir überhaupt keine Sorgen drum. Sag mal Lena, du verstehst mich, ne?
Ja. Ja. Das ist jetzt deine zweite Geburt. Ist man da ein bisschen gelassener, wenn man es schon einmal hinter sich hat? Naja, nicht wirklich. Also eigentlich weil ich ziemlich Schiss davor hatte, wollte ich erst einen Kaiserschnitt machen lassen. Der wäre für Montag geplant gewesen. Ja. Den habe ich aber dann doch kurzfristig abgesagt, weil ich da, glaube ich, dann doch noch mehr Schiss vor hatte. Ehrlich? Und habe ja... Wobei, ich denke mir, das ist ja ganz, ganz easy. Da kriegt man eine kleine Narkose und die Sache ist dann erledigt. Ja, aber eigentlich hat man hat im Nachhinein dann viel mehr damit zu tun und viel länger ja. Schmerzen. Und was war das Komplizierteste denn für dich bei der ersten Geburt? Das Nähen hinterher. Das Nähen hinterher. Hm. Und weil das ohne Betäubung gemacht worden ist und ich auch eine Ärztin hatte, die sehr ruppig war und deswegen habe ich da auch wieder Schiss vor. Oh, wieso betäuben die das denn da nicht? Zumindest, also warum wird das nicht örtlich betäubt? Weil, weiß ich nicht, wurde einfach nicht gemacht. Da sagt ja alles in mir, aua, 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 die Vorstellung, wenn das jetzt ohne Betäubung genäht wird. Ja, so war es auch und deswegen habe ich da auch wieder Schiss vor. Aber kann man denn das nicht vorher mit denen abklären, für den Fall, dass genäht werden muss? Muss eigentlich immer genäht werden? Nö, ne? Nee, nicht immer. Nee, nee. Dass man das dann mit Betäubung macht, das kann man doch vorher irgendwie klären, oder nicht? An sowas habe ich nicht gedacht, da war ich 17. Nee, ich meine jetzt fürs zweite Mal. Ja, beim zweiten Mal, ich gehe jetzt auch in ein anderes Krankenhaus. Ach so. Und da habe ich das auch schon gleich gesagt, dass ich davor Angst habe und die haben dann auch gesagt, ja, und deswegen müsste ja aber nicht ein Kaiserschnitt sein. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte das doch. Und jetzt im Endeffekt habe ich dann gesagt, ja, ich versuche es doch lieber erst normal. Das ja. Ist auch vielleicht auch schöner für meinen Freund, weil es ja für ihn das Erste ist. Und genau, dann hat er die Geburt dann voll und ganz im klassischen Sinne miterlebt. Ne? Wenn, genau. Genau. Mit allem Stress. Bitte? Mit allem Stress, weil Männer leiden ja doch immer mehr. Mensch, das kann also sein, dass es jetzt heute Nacht noch passiert, ne? Ja. Ihr sitzt da so auf der Lauer und kann man, wenn man in so einer Wehenphase ist als Frau, entschuldige die vielleicht auch naive Frage, aber ich weiß es wirklich nicht, kann man dann auch noch ein bisschen schlafen oder ist man dann so aufgeregt, dass man gar nicht mehr schlafen kann? Doch, also ich bin bei der ersten Geburt bin ich sogar während der Geburt eingeschlafen. Ach guck, da warst du aber lange wach vorher sicherlich, oder? Ja, es ging. Es ist nachts um 4 ungefähr losgegangen und sie ist dann um 2:30 auf die Welt gekommen. Ja. Und ja, ich habe zwischen den Wehen immer geschlafen und während der kompletten Geburt eigentlich bin ich immer eingeschlafen. Die musste mich immer wecken. Hat die Mama bei der Geburt geschlafen, kann die Kleine später da mal erzählen. Hallo, wach werden. Ja. Mensch, ihr beiden, ich wünsche euch aber dann wirklich ganz viel Glück, dass alles gut über die Bühne geht. Aber ich habe ja auch keine Bedenken. Du bist ja auch gut versorgt und gut vorbereitet von Seiten deines Frauenarztes sicherlich. Ja. Und dann kann ja alles nur gut gehen. Und ja. Dann wird Phil Lukas, ne? Genau. Phil Lukas im Jahre 2009 am vielleicht, was haben wir morgen, 13. Mai, ne? Ja, genau. Oder heute ist der 13. Mai. 13. Mai wird er geboren. Ein denkwürdiger Tag und ein denkwürdiges Datum. So, ihr Lieben, ich wünsche euch ganz viel Glück. Und noch mehr Glück für den kleinen Mann. Jo, danke. Alles Gute, tschüss. Danke. Und weiter geht's mit Samantha, 21. Hallo, Samantha. Ja, hallo. Hallo, Samantha. Hallo. Was geht's denn bei dir? Bei mir geht's darum, dass meine Mama vor 3 Jahren gestorben ist. Ist deine Mutter vor 3 Jahren plötzlich gestorben? Nee, also sie hatte Brustkrebs, also Brust- und Lymphdrüsenkrebs. Mhm. Wurde aber zunächst vom behandelnden Arzt, also war dann auch mit Chemotherapie und Bestrahlung und wurde da dann krebsfrei entlassen. Mhm. Und so 4 Wochen drauf oder so haben wir sie in die Notaufnahme mit Atemnot und Pipapo einliefern lassen und da hieß es dann, dass der ganze Körper verkrebst ist. Nach und 4 Wochen schon? Ja. Und man hatte 4 Wochen vorher noch gesagt, es ist nicht zu erkennen. Es ist alles. Ja, genau. Also es war auch ein ziemlich bekannter, also guter Arzt und wir haben uns da auch nichts dabei gedacht. Also wir haben uns gefreut und dann haben wir es eben einliefern lassen und dann hieß es, ja, also es ist eigentlich ziemlich alles mit Metastasen voll. Und dann kam sie auch recht bald mit meiner Oma zusammen, weil beide haben mich großgezogen. Mhm. Und dann kamen sie beide recht bald ins Pflegeheim.
Wie mit der Oma, sie kam mit der Oma zusammen, wie meinst du das? Ja, also meine Oma und meine Mama haben mich gemeinsam großgezogen, die haben zusammen gewohnt, also meine Mama ist von meinem Papa geschieden. Ja. Und dann haben sie eben, also ihr Sohn damals, mein Onkel, und die haben dann eben gemeinsam beschlossen, dass sie dann ins Pflegeheim kommen. Ja, und bis dahin bin ich ziemlich betüdelt worden und Deine Mutter ist ins Pflegeheim gekommen? Ja, meine Mutter und meine Oma gleichzeitig. Ach so, die Oma, das heißt, der Oma ging es zu der Zeit auch schon sehr schlecht. Ja, aber also sie war jetzt nicht lebensgefährlich erkrankt, aber eben, also die Beine haben nicht mehr mitgespielt und dann kam es eben zu dem Entschluss, weil sie eben auch ziemlich, also Pflegestufe 4, und dann kam es zu dem Entschluss, dass eben beide... Das ist ja auch kurios. Ja. Sind die dann auch zusammen in ein Zimmer noch gekommen? Ja, schon. Also die konnten auch nicht wirklich ohne einander. Also wusste denn, deine Oma war geistig noch ganz fit zu der Zeit? Zu dem Zeitpunkt war sie noch ziemlich fit, Wusste sie denn, wie todkrank die Tochter ist? Also deine, ja. Das wusste sie. Und wusste deine Mutter auch, wie ernst die Lage ist? Also es ist so, ich meine, ich habe jetzt gerade gesagt, die Oma wusste es, ja, aber ich denke, mir und dem Sohn von den beiden war das schon eher bewusst, also der Sohn von der Oma und der Bruder von der Mama. Also meine Mama hat, was ich bis dahin noch nicht wirklich von ihr erkannt hatte, die hat dann auch bis zum Schluss gekämpft und hatte immer noch Überlebenschancen gesehen, eben für mich. Und wie lange hat deine Mutter denn gekämpft, nachdem diese schlimme Diagnose festgestanden hatte? Also so circa noch ein Jahr ungefähr. Ein Jahr noch. Und dann, ein Jahr hat sie dann in diesem Pflegeheim gelegen. Genau, und dann wollte sie sich noch am Kopf operieren lassen, weil sie eben noch für mich da sein wollte und so. Und dann haben wir alle gesagt, das bringt einfach nichts mehr, weil eben der ganze Körper voll Metastasen ist und eben unter anderem der Kopf. Und dann wollte sie da noch und keine Ahnung, und irgendwann ist sie dann auch eben in die Bewusstlosigkeit verfallen, also dass sie nicht mehr viel mitgekriegt hat. Wer ist denn eher gestorben, dann deine Mutter oder die Oma? Die Oma lebt noch. Die Oma lebt noch? Die Oma lebt noch. Also und die ist noch in diesem Pflegeheim? Ist noch im Pflegeheim, war jetzt auch vor ein paar Wochen wieder, da war sie auch im Koma. Und aber sehr schwer krank. Ja, also jetzt ist es schon ziemlich, also die hat jetzt auch, glaube ich, 40 Kilo oder so abgenommen. Dann ist die Tochter, deine Mutter, im Zimmer neben ihrer Mutter gestorben. Ja. Das ist ja auch hart und einerseits wiederum für deine Mutter auch sicher schön, dass ihre Mutter dabei war. Ja, ich weiß nicht, wie viel sie davon noch mitgekriegt hat. Ja. Also, hast du denn mit deiner Mutter mal, als es dann so gegen Ende ging, mal so gesprochen darüber, dass es nun zu Ende ist? Nee, also bis dato, dass sie eben wirklich im bewusstlosen Zustand war, haben wir nicht darüber geredet, weil ich wollte ihr auch nicht wirklich mehr Angst machen. Meinst du denn, du hast es gerade so zweideutig erklärt. Kann das sein, dass deine Mutter gar nicht wirklich wusste, was mit ihr los ist? Wir haben sie alles, also sie wusste alles. Man hat ihr das erzählt? Ja, also das definitiv. Ah, man hat ihr jetzt da nichts vorenthalten oder so. Aber sie hat nicht mit dir darüber sprechen wollen, von sich aus? Nein, also sie hat zwar dann manchmal gefragt, muss ich sterben? Und das ist natürlich für ein Kind ziemlich schwer zu erklären. Ganz schön. Also man sagt ja dann immer nein und... Also man will dem halt irgendwie ein bisschen aus dem Weg gehen. Ja, hast du wahrscheinlich gesagt, wird schon werden oder vielleicht kriegen sie dich wieder hin und sowas, ne? Ja, klar, weil man sagt halt einfach, meine Mutter war jetzt auch noch nicht in dem Alter, wo man damit rechnet. Und ich wollte gerade sagen, deine Mutter war sicher noch recht jung. Wie alt war sie? Ja, 46. 46, mein Gott. Das ist ja nun wirklich kein Alter. Das ganze Drama, kann man ja auch sagen, wenn sie ein Jahr da gelitten hat und im Pflegeheim lag, liegt jetzt 3 Jahre zurück. Vor 3 Jahren ist sie gestorben, sagst du. Vor 3 Jahren, also am 21. September, ja. Ja. Wie geht es dir heute nach 3 Jahren? Nicht gut. Also nicht wirklich gut. Ich gebe es zwar nach außen hin nicht wirklich zu und will halt irgendwie ein bisschen die Starke markieren und lauter so Sachen, aber im Prinzip, also ich schlafe schlecht, ich träume schlecht, aber... Könnte mir auch vorstellen, du hast gesagt, du hast ja auch eine gleichermaßen enge Beziehung zu deiner Oma, dass du jetzt ja auch seitdem permanent das Leid deiner Oma siehst. Ja, und also ich mag es eigentlich auch nicht sehen, aber... Und damit rechnen musst, dass sie auch sterben wird.
Ja, also ich habe auch gesehen, dass er ziemlich stark abgebaut hat. Für mich war meine Oma früher auch ziemlich wichtig. Also wenn dann so pubertäre Probleme oder so, bin ich immer zu meiner Oma gegangen. Und jetzt hat sie halt auch geistig ziemlich abgebaut und ist schon schwierig. Ist sie gar nicht mehr richtig ansprechbar? Ansprechbar schon, aber also sie vergisst alles so ziemlich. Ja. Also man kann ja jetzt halt am einen Tag irgendwas sagen und am nächsten Tag weiß es nicht mehr wirklich. Du hast keine Geschwister mehr? Nee. Wir haben noch gar nicht über deinen Vater gesprochen. Mein Vater ist im Ausland, also hat seinen Wohnsitz im Ausland und ist LKW-Fahrer, also den sehe ich ziemlich wenig. Ach so, und die Eltern waren dann schon lange getrennt? Ja. Deine Mutter hat nicht mit dir gesprochen mehr. Hat sie dir dennoch so irgendein, ich sag mal, irgendwas hinterlassen, einen Satz mal gesagt, der dir sehr nachgeht, irgendwas Wichtiges, was du jetzt für dein Leben mitgenommen hast? Ja, also meine Mama war immer so schulisch und so, war so ziemlich stolz auf mich. Und ich habe ja mal gesagt, also wenn ich, weil dann auch so finanziell nicht so gut situiert, und dann habe ich halt auch gesagt, wenn ich mal meine Ausbildung habe und im Berufsleben bin, dann werde ich sie halt aufnehmen. Und ich habe auch viel mit ihr gestritten, also sie war ein ziemlicher Trotzkopf und es tut mir halt jetzt im Nachhinein leid. Und immer wenn wir uns versöhnt haben, habe ich halt dann gesagt, ja, dann werde ich sie aufnehmen und sowas. Und das geht mir halt auch immer noch ziemlich nahe. Aber weißt du, Samantha, ich glaube, das geht uns allen so. Alle Leute, die gute Verhältnisse zu ihren Eltern haben, da streitet man sich auch schon mal. Und da ist man als Kind schon mal frech und sagt mal ein blödes Wort. Was einem natürlich dann hinterher leid tut, vor allen Dingen tut es einem leid, wenn der Vater oder die Mutter verstorben ist. Mhm. Aber ich glaube, das ist noch alles völlig normal, dass man dann, man ist ja kein Engel, dass man immer nur toll und nett und freundlich ist. Und ja, aber ich habe schon manchmal ziemlich krachen lassen und da mache ich mir schon auch teilweise noch Vorwürfe. Und was war denn der Wunsch deiner Mutter für dich? Was wollte sie, was mit dir und aus dir wird? Ja, meine Mama wollte einfach, dass ich meine Träume halt lebe und dass ich das mache, was ich mir wünsche. Und also ich bin jetzt in die Marktforschungsbranche gekommen und dass ich eben da dann erfolgreich bin und dass ich eben mal mehr verdiene und mehr Einkommen habe, als wir eben damals hatten. Also du kommst aus einem bescheidenen Elternhaus. Ja, ziemlich, ja. Aber das ist doch ein gutes Vermächtnis, wenn sie so dir quasi mitgegeben hat, dass du deine Träume leben sollst. Ja, eigentlich schon. Das finde ich schon toll. Das heißt, die hat dir was auf deinen Lebensweg gegeben. Ja. Und immer wenn du das jetzt tust, kannst du ja immer das Gefühl haben, das tue ich jetzt auch für meine Mama. Ja, schon, nur sieht sie es nicht mehr. Nur habe ich jetzt keinen mehr, der stolz auf mich ist. Oder? Wahrscheinlich sieht sie es nicht mehr, aber man weiß es ja nicht. Man weiß es ja nicht, was alles so ist. Oder wie denkst du es? Denkst du, dass alles vorbei ist und nach dem Tod? Nee, also ich bin ziemlich religiös erzogen worden, aber manchmal stelle ich mir da auch die Frage, weil meine Mama eben nichts verbrochen hat und weil sie bis zum Schluss noch für mich gekämpft hat. Und das frage ich mich halt schon, was man teilweise für Menschen, denen es man jetzt nicht unbedingt gönnen würde, aber wo man es dann schon eher nachvollziehen könnte als jetzt bei meiner Mama oder so. Du sagst, du bist religiös erzogen worden. Bist du denn auch religiös? Also ich bin katholisch und ich bin auch religiös. Ja, ich denke, wenn man das so mitbekommen hat jahrelang, dann ist es auch so. Wobei ich jetzt da eher der Typ bin, der das auch manchmal in Frage stellt, eben bei solchen Ereignissen. Ja, kann mir auch vorstellen, wenn man dann so einen Schmerz erlebt hat, dass man das einfach nicht versteht, warum das geschehen ist. Und man dann auch fragt, was ist mit Gott los, dass er einem das antut. Ja. Noch eine Frage zu deinem Job und Beruf. Das läuft alles in guten Bahnen im Moment? Ja, also das ist so richtig. Da habe ich ziemlich Glück. Ich meine, ich war auch gut in der Schule und so. Und ziehst dein Ding auch so durch? Ja, da schon. Ja. Obwohl ich eben ziemlich verhätschelt worden bin, muss ich ja. Also ich arbeite viel, ich arbeite dann eben auch nachts und gehe früh wieder in die Arbeit, dass ich eben meinen Lebensunterhalt finanzieren kann. Ja, ja. Hast du einen Freund? Ja. Aber? Das Ja klingt mit versehen mit einem Aber. Ja, also es ist schon eine Beziehung, aber mal schauen. Also ich bin ziemlich jetzt
eben ziemlich egoistisch veranlagt im Moment. Dass ja, du bist ja auch angeschlagen nach wie vor. Ja, ne? Ja. Ich habe eben Angst, mich so zu binden und weil ich eben von dem schon mal enttäuscht worden bin. Ja. Ja. Samantha, ich glaube, dass man nach 3 Jahren durchaus auch noch das als normal bezeichnen kann, dass man da angeschlagen ist, wenn man das hinter sich hat, was du hinter dir hast und vor allen Dingen mit der Belastung, mit der Permanentbelastung, was die Oma betrifft. Ich würde gerne, dass meine Psychologin ein bisschen mit dir plaudert. Nicht plaudert, sondern redet richtig. Vielleicht hat sie noch eine Idee, vor allen Dingen, wo du auch gesagt hast, es geht ja nicht gut zurzeit, dass wir dir einen Tipp geben können, welche Hilfe richtig wäre und gut wäre für dich. Okay. Denn das kann nicht schaden, da etwas zu unternehmen. Du machst sonst psychologisch oder Selbsthilfegruppen oder so, machst du sonst gar nichts zurzeit? Nee, ich bin ein bisschen eigen. Ja, kann ich verstehen. Da kann ich gut verstehen. Wäre ich auch. Und eine gesunde Skepsis ist da ja auch immer gut. Aber immerhin hast du mich angerufen. Wir haben darüber geredet. Schon. Vielleicht ist das ja auch so ein erster Schritt für andere Aktivitäten, die du noch machen könntest. Ja, ich denke halt, nach 3 Jahren sollte das eigentlich schon vorbei sein. Na, vorbei nicht. Es ist deine Mutter. Es ist deine Mutter und du hast sie leiden sehen. Natürlich musst du allmählich auf die Füße kommen, aber vorbei ist das natürlich noch nicht. Samantha, meine Psychologin, die nette Sabine, die ruft dich gleich an. Okay. Ich hoffe, dass sie dir noch einen guten Tipp geben kann. Vielen Dank. Alles Liebe wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Morgen, ihr Lieben, heißt unser Thema Trucker-Geschichten. Morgen möchte ich mit Lkw-Fahrern sprechen, mit den Jungs, die uns immer hören. Ich weiß ja, dass ganz viele Trucker-Fahrer uns auf den Straßen hier in Nordrhein-Westfalen über 1Live und natürlich über Nordrhein-Westfalen hinaus. Ja, 1Live ist ja ein starker Sender, der auch nach Hessen und Niedersachsen abstrahlt, dass die Jungs uns immer hören. Und ich möchte gerne mit euch reden, mit euch über euer Leben, ihr Trucker, ihr Lkw-Fahrer. Möchte mit euch über das Leben auf der Straße reden, über Unfälle, über Sex. Was geht ab an den Raststätten zum Beispiel? Möchte gerne mit euch reden über Zoff auf der Autobahn und auch über eure Eheprobleme. Ich stelle mir das Leben nicht so einfach vor, wenn man Trucker ist, wenn man halt nicht so oft zu Hause ist und die Familie sehen kann. Und vielleicht ruft auch noch die eine oder andere Ehefrau von einem Lkw-Fahrer an und erzählt mal ihre Sichtweise und ihre Version der ganzen Angelegenheiten. Morgen Trucker-Geschichten ab 0 Uhr anrufen, wie immer. Leitungen sind geschaltet oder rund um die Uhr mailen domian@wdr.de. Herzlich willkommen, Gabi. Gabi ist 45. Hallo, Gabi. Hallo, Domian. Um was geht's bei dir? Bei mir geht es darum, dass ich Hemmung habe, mich mit einem Mann einzulassen. Generell? Generell, ja. Und das liegt aber daran, gesundheitlich, weil ich Probleme habe mit meiner Haut. Hast du eine Hautkrankheit? Ja, ich habe Weißfleckenkrankheit. Weißflecken? Hast du mal was davon gehört? Ja, habe ich. Das und ist dann habe ich auch noch Hyperpigmentierung. Beschreib dich mal, wie du aussiehst. Also, ich habe unterhalb des Bauches auf beiden Seiten, da habe ich so weiße Flecken. Große weiße Flecken? Auf der einen Seite ein bisschen größer, ja. Und dann im Intimbereich habe ich noch. Wie groß kann man sich vorstellen? So wie ein 5-Mark-Stück früher? Ja, auf der einen Seite noch ein bisschen größer. Ja. Da sind aber auch noch Pigmente drin. Ja. Dann habe ich aber auch noch Hyperpigmentierung, also da ist die Haut dunkler. Und zwar ist das hinten zwischen meinen Pobacken und ich finde, das sieht zu hässlich aus. Und ich denke mir, wenn das ein Mann sieht, der möchte sich da bestimmt nicht mit mir einlassen. Weil der denkt, du hast nicht richtig geduscht. Ja, sowas, zum Beispiel. Ne? Oder weil es nicht schön aussieht. Ja. Ich finde auch, das ist... Wie ist es denn oben rum? Oh. Da ist es ganz normal. Ganz normal, Gesicht, Hände, Arme und so, Brust, alles okay. Ganz normal, ich habe es nur ganz leicht an den Handflächen. Also der Haupt... Von innen. Ja, der Hauptbereich ist Unterleib und Pobacken. Ja. Du bist 42 Jahre alt. Ne, 45. 45. Ja. Hattest du schon mal eine längere Beziehung? Also das ist schon länger her jetzt. Wie lange ist das her? Ich hatte jetzt auch schon 5 Jahre lang keine Beziehung mehr gehabt. Auch 5 Jahre keinen Sex gehabt? Ja, genau. Das lag aber auch mit daran, weil ich so lange von Männern erst nichts mehr wissen wollte, aber mittlerweile sehne ich mich danach. Aber ich habe Angst, dass ich mich nochmal mit einem Mann einlasse. Wie lang war deine längste Beziehung bisher in deinem Leben? Das war nicht sehr lange, nur ein Jahr. Ach so, ein Jahr nur. Und ja, ich habe immer Pech gehabt mit Männern. Und wie lange liegt diese Beziehung zurück?
Die liegt schon 14 Jahre zurück. Ah ja. Zwischendurch hatte ich mal so ganz kurze Beziehungen. Mhm. Mit wie vielen Männern hast du schon geschlafen? Das kann ich schlecht sagen. Ich schätze mal so 10, 15 ja. vielleicht. Ja. Und führst du da, wie lange hast du diese Krankheit schon, von Geburt an? Ich habe das so ungefähr vor 6 Jahren festgestellt. Ach so, das heißt, früher war das gar nicht so. Nee, früher war das gar nicht so. Ach so, aber dennoch hattest du früher dann auch offensichtlich auch Probleme, sich auf Beziehungen einzulassen und so weiter, oder? Ja, ich bin auch schüchtern, muss ich dazu sagen, und das gefällt auch nicht jedem Mann. Ja. Was machst du so in deinem Leben sonst? Bist du berufstätig? Ich bin berufstätig, ja. Was machst du? Ich arbeite in einem Lager in einer großen Firma. Ja. Und hast du so einen Freundeskreis oder bist du eigentlich viel allein in deiner Freizeit? Ich bin viel alleine. Und was machst du in der Freizeit? Ich sitze auch abends viel am PC. Ja, was machst du da am PC? Ja, zum Beispiel, ich chatte da am PC in letzter Zeit öfter mal. Ja. Oder überhaupt informiere ich mich über meine Krankheit und auch lese sonst viel im Internet. Ja. Ist ja für eine gewisse Zeit immer ganz interessant, aber irgendwie auch einsam, ne? Man sitzt dann da vor dem Gerät und die Stunden vergehen und vergehen und dann ist es jeden Abend dasselbe und man bleibt alleine. Ja, und langweilig wird es dann auch mit der Zeit. Ja. Keine beste Freundin? Nein, habe ich leider nicht. Ich hatte mal eine beste Freundin, die ist aber schon vor langer Zeit gestorben. Ja, und Eltern? Leben deine Eltern noch? Meine Mutter, die lebt noch. Die ist aber auch schon älter. Hast du mit der denn regelmäßig Kontakt? Ja, habe ich guten Kontakt. Ja. Ich habe auch noch Geschwister. Aber mit denen auch nicht so doll Kontakt? Oh, die wohnen nicht in meinem Ort. Die wohnen ein bisschen weiter weg. Wie oft siehst du denn deine Geschwister im Jahr, frage ich mal? Oh, das ist verschieden. Ich habe noch eine Schwester, die sehe ich vielleicht 10-mal im Jahr. Ach so. Und dann noch Gut. 3 Brüder. Aber eben alles nicht so ein richtig festes soziales Umfeld, kann man das nicht nennen, wo du... Nee, kann man nicht. Also eher... Immer alleine. Eher alleine und einsam. Und ja. Also, wenn du eine Grundveranlagung hast, dass du eine schüchterne Frau bist und da mit Männern auch immer Schwierigkeiten hattest und dann auch noch diese Krankheit bekommen hast, ist natürlich klar, dass diese Krankheit das Ganze noch vielfach verschlimmert hat, ne? Ja. Ich denke mir immer, wenn das einer sieht, den schreckt das ab. Also, glaube ich eigentlich gar nicht mal so. So sehr schlimm hört sich das nicht an. Also, ich finde das nicht unästhetisch oder unangenehm, so wie du das beschrieben hast. Ja, das ist zwar ungefährlich, ist nicht ansteckend oder sonst irgendwas. Und wenn man weiß, was es ist, dann, Gott ja, also ich finde das nicht schlimm, aber darauf kommt es nicht an. Es kommt darauf an, wie du es empfindest und wie du dich fühlst. Ja, ich finde, das sieht total hässlich aus und. Ja. Du hast dich über deine Krankheit informiert, sagst du. Ja. Da gibt es doch bestimmt eine ganze Menge Menschen, die das auch haben. Ja, das sind ungefähr 2% der Weltbevölkerung, die das haben. Und eine ganze Menge in Deutschland bestimmt auch. Gibt es sicherlich auch Selbsthilfegruppen, ne? Ich kenne keine Selbsthilfegruppe dafür. Ich bin im Internet in einer Selbsthilfegruppe dafür. Ach so. Na gut. Interessant wäre ja vielleicht eine Selbsthilfegruppe, wo man auch hingehen kann. Ja, die kenne ich leider nicht. Könnte man ja mal gleich, wir wollen mal versuchen, ob wir dir da ein bisschen behilflich sein können. Wäre auch noch eine Idee, um einfach mal ein bisschen unter Leute zu kommen. Ich glaube einfach, du musst etwas gegen die Schüchternheit tun. Und dagegen hilft natürlich profan, dass man sich letztendlich dem aussetzt, wovor man Angst hat. Nämlich du hast Angst, auf Menschen zuzugehen. Ja. Um dich mit Menschen abzugeben, dann musst du es tun, um so die Angst zu bekämpfen. Das ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Ja, es geht bei mir auch darum, dass ich nie weiß, was ich erzählen soll. Genau. Und ich finde, noch viel wichtiger wäre herauszubekommen, warum bist du so schüchtern? Offensichtlich dein ganzes Leben lang gewesen. Ich bin schon immer ganz schüchtern gewesen. Siehst du? Da finde ich, müsste man irgendwie versuchen, auch psychologisch so in Knoten zu lösen, dass du einfach von der Einsicht, warum bin ich eigentlich so, sicherer wirst, dass du das kapierst, warum das so ist und du dann einfach auch besser so in das Leben hineingehen könntest. Hättest du denn den Mut, auch in eine Therapie zu gehen? Ja, wegen meiner Schüchternheit? Ja. Ja. Fände ich, glaube ich, nicht schlecht.
Also ich finde, glaube ich, gut. Meine Psychologin wird dich gleich noch beraten. Ich finde, glaube ich, gut, eine professionelle Therapie auf der einen Seite. Und zum anderen, dass du dir einfach Pläne machst, dass du gar nicht so viel im Internet rumsurfst und chattest, sondern versuchst wirklich real mit Menschen zusammenzukommen. Wenn es eine Selbsthilfegruppe gibt in deiner Nähe, real hingehen. Wenn du schon chattest mit Leuten, ist ja okay, dann aber auch mit dem Ziel, dich bald real mit denen zu verabreden. Ja, das traue ich mich nicht. Ja, genau. Und ja, wie eben wegen meiner Hautflecken. Deswegen traue ich mich nicht real treffen. Ja, wobei, das sieht man ja erstmal nicht, wenn man sich real mit dir trifft. Du gehst ja nicht nackig dahin. Nee, das nicht. Ne? Aber, so. Und wenn aber du, später wird man das dann vielleicht sehen. Gut, und wenn es dann mal dazu kommt, dass es vielleicht zu einer intimen Situation kommen könnte irgendwie, kannst du das ja vorher ganz einfach erzählen. Das finde ich immer gut, wenn man sowas hat, dass man es vorher dann dem Partner sagt. Denn sonst ist man in der intimen Situation furchtbar verkrampft und hat noch mehr Angst. Ja, ich hätte nur Angst vor der Reaktion. Ja, eben. Und wenn du es vorher erzählt hast, dann ist das alles nicht so schlimm. Je mehr Angst man auf den Tisch legt, desto besser ist die größere Chance, die Angst zu besiegen. Die Angst auszusprechen, in die Angst reingehen und es einfach tun, wovon man so große Angst hat. Ich glaube, das ist das A und O, wenn man darunter leidet. Hast du denn schon mal Sex gehabt mit einem Mann, seitdem du diese Erkrankung hast? Also Sex direkt nicht. Ja. Ich hatte mal so eine kurzzeitige Beziehung mit einem Mann. Ja. Und der hat mich auch sehr enttäuscht und da wollte ich auch lange Zeit nichts von Männern wissen. Deswegen bin ich jetzt auch schon seit 5 Jahren alleine. Bist du denn sicher, dass du auf Männer stehst? Ja, bin ich mir ganz sicher. Ganz sicher. Also Frauen. Mit Frauen könnte ich es mir gar nicht vorstellen. Okay. Kann man ja mal fragen. Hätte ja sein können. Ja, ist da noch was. Hätte sein können, aber. Ja. Also die Jungs müssen ran. Ja. Liebe Gabi. Ja? Ja. Wir werden dich jetzt zurückrufen. Ja. Und dann geht es um das Thema Therapie, um die Schüchternheit mehr in den Griff zu kriegen. Und dann denk du dir mal Sachen aus, dass du mehr unter Leute kommst. Überleg doch auch mal, was dich vielleicht so hobbymäßig interessieren könnte, wo man irgendwie irgendwo hingehen muss, wo Menschen sind. Ich weiß nicht, ob du dich für Sport interessierst oder für Singen oder ich weiß nicht, was es alles gibt. Gibt es irgendwas, was dich interessiert? Da gibt es eigentlich nicht so viel, was mich so interessieren könnte. Musst du mal in dich gehen. Weil ich wohne auch nur in einer Kleinstadt und da ist auch nicht so viel Möglichkeit. Dennoch, überleg mal. Ja. Also, geh mal alles so durch, wo Menschen sich so in ihrer Freizeit treffen. Das kann beim Sport anfangen und beim Kirchenchor aufhören. Ich sage nur mal so als Beispiel. Ja, ja. Das ist immer gut. Das ist immer gut, um dass etwas in die Gänge kommt und dass man mit Menschen zusammen ist. Es ist nicht gut, immer jeden Abend alleine zu Hause vor dem PC zu sitzen. Das isoliert immer stärker und immer schlimmer. Aber alleine rausgehen, das traue ich mich da auch nicht immer. Ja, deswegen. Das habe ich früher auch eine Zeit lang gemacht. Ja, deswegen wäre so ein Anschluss an eine Gruppe wäre einfach ideal. Ja. Oder mach doch mal eine Busfahrt mit einer Gruppe von Leuten, irgend sowas. Es gibt ja ganz viele Dinge, wo man Anschluss finden kann. Gabi, das war schon mal mutig, dass du hier angerufen hast, obwohl du eine schüchterne Frau bist. Und du hast das mit Bravour bestanden. Du hast das nein, wirklich. Du hast es toll erzählt und mir war völlig klar direkt, um was es geht. Manchmal sind die Leute so aufgeregt und können das gar nicht richtig erzählen. Du hast es perfekt gemacht. Also, das ist schon mal ein toller Anfang. Und ich verstehe auch nicht, warum ich so schüchtern bin. Und meine Geschwister, die sind genau das Gegenteil, überhaupt nicht schüchtern. Ich habe zum Beispiel auch noch eine Zwillingsschwester, die ist genau das Gegenteil. Wir sind wie Tag und Nacht. Das ist wirklich verrückt. Das finde ich auch ganz komisch. Ich habe schon zu meiner Mutter gesagt, ob ich vielleicht als Baby vertauscht wurde. Vielleicht kann man in einer Therapie dem ja auf die Spur kommen. Das wäre sicher sehr gut. Gabi, jetzt legst du auf und wirst von Sabine zurückgerufen noch. Ja, mache ich. Alles Gute und toi, toi, toi. Tschüss. Danke, tschüss. Das war die Gabi. Und hier ist der Kevin. Und Kevin ist 16. Hallo, Kevin. Ja, hallo, Domian. Kevin, was geht's? Ja, ich bin am 11.10.2008 mit 15 Jahren schwanger geworden. Und du bist schwanger geworden? Ich habe eine Tochter bekommen. Ja, habe ich versucht. Ich bin ziemlich nervös. Ja. Also voriges Jahr im Oktober. Ja, am 11. Hast du in deinem zarten Alter von 16 hast du schon eine Tochter bekommen? Nee, dann war ich noch 15. Ja, warst du nur 15, genau. Im zarten Alter von 15. Ja. Wie ist denn das passiert? Ja, ich habe mit meiner Freundin, mit der war ich zu dem Zeitpunkt 2 Monate zusammen. Ja. Hatte ich halt Geschlechtsverkehr und
klingt zwar komisch, aber das Kondom, da ist irgendwas passiert, dass das aufgegangen ist. Also, achso, aber ihr hattet schon ein Kondom benutzt? Wir haben ein Kondom benutzt, ja. Und das ist aufgegangen und da ist irgendwas rausgelaufen? Genau. Mhm. Wie alt ist die Freundin, war die Freundin? Die war damals 14, die ist jetzt schon 15. 14. Puh. Ja, so, und dann passiert. Ja, ja, klar, ist passiert. So, und dann war plötzlich irgendwann auch klar, sie ist schwanger. Ja, das haben wir dann rausbekommen. Da war was los, was? Sie hat zuerst ihren Eltern gesagt, ich habe es meinen Eltern später gesagt. Ja. Also, was heißt, ich habe es ihnen gesagt, ihre Mutter hat sich hat das meiner Mutter gesagt. Ach so. Mhm. Ja, dann mein Vater, mit dem habe ich jetzt schlechten Kontakt durch diese Sache. Die, ja. Meine Eltern waren vorher getrennt, schon. Ach so. Mhm, ja. Eben getrennt. Aber ich hatte halt guten Kontakt zu meinem Vater. Ja. Aber jetzt ist das nicht mehr so. Aber du hast bei der Mutter gelebt damals schon. Ja, mhm. Genau. Und wie hat deine Mutter reagiert? Ja, meine Mutter war natürlich nicht begeistert, aber. Aber hat dann doch zu dir gestanden? Ja, mhm. Meine Mutter hat zu mir gestanden. Und gab es mal ein richtiges intensives Gespräch zwischen dir und deinem Vater über die Sache? Zwischen mir und meinem Vater eigentlich nicht, aber meine Mutter, soweit ich weiß, hat öfters mit meinem Vater drüber geredet, aber mein Vater nimmt die Situation nicht so an, wie sie ist, der kann damit nicht leben. Also das Verhältnis, was früher gut war zu dem Vater, ist jetzt nicht mehr gut. Das ist total im Eimer. Total im Eimer. Ihr seht euch gar nicht mehr? Wir sehen uns ab und zu. Wenn er mal bei uns ist mit meiner Mutter irgendwas redet, sehen wir uns, sagen wir aber nur Hallo und Tschüss, also mehr nicht. Wir gucken uns auch nicht an oder so. Das ist ja krass. Das ist mir viel zu peinlich, ihn anzugucken. Und dir ist das peinlich? Ja, ich habe halt einen großen Fehler gemacht. Und ja, sicher. Es ist mir nicht peinlich, dass ich das Kind bekommen habe. Ich liebe das Kind, aber es war halt ziemlich früh. Naja, klar, sicher. Was will man da jetzt machen? Nur ist es da, nun muss man mit den Gegebenheiten leben. Ich finde ein bisschen schwach von deinem Vater, muss ich sagen, das ist ein erwachsener Mann, dass der nicht zumindest mal ein offenes Wort mit dir gesprochen hat. Du bist der Sohn, Mensch. Ja, natürlich, aber was soll man machen? Nee, ja, du kannst da nichts gemein. Ich verstehe deinen Vater nicht. Also, der kann ja erstmal zornig auf dich sein, wäre ich auch. Ja, aber, klar. Ja, aber dann muss er auch zu dir stehen. Er ist immerhin sein Enkel und da muss man das Beste draus machen aus der Situation. Er kannte das Mädchen nicht vorher. Also, die Situation belastet mich natürlich auch. Sehr. Wie ist denn das jetzt im Moment? Dass der oder die Kleine ist da? Die Kleine. Die Kleine ist da. Bist du mit dem Mädel noch zusammen? Nee, wir sind nicht mehr zusammen. Die lebt ungefähr 10, 11 Kilometer von mir entfernt. Mhm. Und dort fahre ich dann halt ein, zweimal die Woche. Also so oft fahre ich dann da. Na gut, aber immerhin. Ein, zweimal die Woche fährst du hin und dann beschäftigst du dich mit der Kleinen. Ja. Also sie soll schon wissen, wer ihr Vater ist. Ja. Während sie aufwächst. Das ist wichtig. Und die Stimmung zwischen dir und deiner Ex-Freundin, ist die okay? Ja, man kann mit leben. Also kann mit leben. Wir haben uns auf Wunsch ihrer Mutter getrennt. Mhm. Auf Wunsch ihrer Mutter? Warum? Warum wollte die Mutter das? Die Mutter dachte halt, dass wenn sie mit ihrer Tochter das Baby aufzieht, dass das besser klappt ohne mich. Da ich in der Schule nicht die besten Leistungen bringe. Ach so, das heißt, eigentlich wärst du mit deiner Freundin und deine Freundin mit dir gerne zusammengeblieben? Naja, also durch das Kind ist natürlich auch schon, das war natürlich ein Schock im ersten Moment. Ja, ist aber schwer in eurem Alter einen eigenen Haushalt zu führen. Ja, wir kannten uns erst 2 Monate, es war nicht die große Liebe. Ja, ja. Aber, aber der Schmerz, sich zu trennen, war dann auch nicht so groß, oder? Nee, aber da war trotzdem immer noch das Kind. Und das Verhältnis zwischen dir und deiner, ich sag mal, Schwiegermutter in Anführungszeichen, also der Mutter von deiner Ex-Freundin, wie ist das, wenn du da hinkommst? Die kannte mich ja schon vorher und die mochte mich eigentlich nie. Ach so, das auch noch? Ja, von Anfang an mochte. Das heißt, du fährst da gar nicht mit so einer großen Freude hin und... Na klar, ich sehe mein Kind. Ja gut, das Kind siehst du, aber dann die alte Frau, die Mutter von deiner Freundin, die ist nicht gut, auf dich zu sprechen. Nee. Mit deiner Freundin ist es nun auch nicht gerade so ganz ölig glatt alles im Moment, das Verhältnis. Ja, also es geht. Wir können miteinander reden. Ja. Ab und zu sieht man da auch schon noch ein Lächeln, aber ja, und aber sie will auf jeden Fall auch, dass die Kleine ihren Vater kennenlernt und auch damit aufwächst, dass der Vater da ist. Ja, genau, das will sie. Das finde ich auch gut. Und ich finde auch gut, wenn du das musst du auch weitermachen. Mhm.
Ich meine, wahrscheinlich hast du in deinem Alter eigentlich andere Vorstellungen, als sich um ein kleines Baby zu kümmern, aber nun ist es so mal, ne? Ja, naja, mein Fehler. Ja, gut, ja, klar. Ja. Kannst du denn nicht mal das Gespräch mit deinem Vater suchen? Ich muss ehrlich sein, ich traue mich nicht richtig. Da habe ich große Angst vor, das zu machen. Was könnte denn passieren? Also ich denke mal nicht, dass er mich jetzt zusammenschlagen wird, aber ich... Also wie gesagt, es ist mir halt peinlich und ich glaube, ich schaffe es nicht, mich zu überwinden, mit meinem Vater darüber zu reden. Also... Wie gesagt, ich finde es eigentlich eine schwache Leistung von deinem Vater, dass er das nicht macht. Eigentlich müsste er es tun. Ja, das stimmt. Wie alt ist dein Vater? Mein Vater ist 54. 54, na, mein Gott. Also, absolut erfahrener Mann. Ja. Da lässt man eigentlich keinen 16-jährigen Sohn hängen. Ja. Aber wenn der Vater nicht Manns genug ist und dir daran liegt, würde ich muss das... Muss ich das sein, ne? Musst du es irgendwann machen, ja, finde ich schon. Ja. Und schämen... Ja, gut, du hast einen Fehler gemacht. Aber das ist jetzt auch egal. Jetzt muss man sich mit den Gegebenheiten abfinden. Und wie gesagt, das Beste draus machen. Man kann ja nicht dir jetzt ewig Vorwürfe machen. Ich glaube, du hast daraus schon gut gelernt jetzt, ne? Gehe ich mal von aus. Ja, was heißt gut gelernt? Also die schulischen Leistungen haben mich durch diesen Vorfall, sage ich jetzt mal, haben mich schon etwas runtergezogen, weil ich schaffe wahrscheinlich den Hauptschulabschluss dieses Jahr. Schaffst du? Wahrscheinlich. Mhm. Aber was danach kommt, weiß man nicht. Ja, ich meinte mit daraus gelernt auch, ich gehe mal davon aus, dass du jetzt ein bisschen vorsichtiger bist, wenn du mit einem Mädel schläfst. Ja, seit dem Vorfall hatte ich also nie wieder was mit einem Mädchen. Achso, naja gut, das muss ja auch nicht sein. Also, kannst ja schon, aber du musst halt dann noch eine Nummer vorsichtiger sein. Ja. Dass es nicht normal passiert. So, Hauptschulabschluss ist natürlich mega wichtig, brauche ich dir gar nicht zu sagen. Ja. Dass du den schon mal in der Tasche hast. Vor allen Dingen auch dafür, dass du irgendwann mal für dein Kind ein Vorbild bist. Ja, das ist sehr wichtig, denn ihre Mutter kann derzeit natürlich keinen Abschluss machen. Genau. Und das ist ein schlaues Mädchen, die holt das bestimmt nach. Aber ja. Ja. Aber dass du dann hinterher deine Tochter, wenn deine Tochter mal so alt ist wie du, dass du ihr sagen kannst, pass mal auf, war damals eine harte Zeit, hat mich auch ziemlich angeschlagen, aber ich hab's durchgezogen. Ja, genau. Wenn du den Hauptschulabschluss in der Tasche hast, wohin soll es dann gehen? Hast du Pläne, Träume, Lehre? Ja, also ich habe mich noch nicht ehrlich gesagt darum gekümmert, aber mein Traum wäre es doch schon, eine Ausbildung zum Koch zu machen. Zum Koch? Ja, super. Zum Koch. Ich koche sehr gerne. Und das ja. Mein Traum. Was kannst du am besten kochen? Was kann ich am besten kochen? Am besten kann ich Lasagne. Lasagne, na gut. Ja. Da ich überhaupt nicht kochen kann, ist Lasagne für mich ein Buch mit 7 Siegeln. Ich wüsste überhaupt gar nicht, wo ich da anfangen sollte. Ja. Also, ja klar, guter Job. Also wenn man sich da reinkniet, ist das... Ja, gut. Muss natürlich alles geben. Mensch Kevin, da hast du aber jetzt, machst du aber rasante Lebenserfahrungen und bist deinen Altersgenossen aber um vieles überlegen mittlerweile schon, glaube ich. Naja, okay, dafür gehen manche in meinem Alter aufs Gymnasium und machen ihr Abitur. Ja, aber du hast Lebenserfahrung, das ist wichtiger manchmal als Abitur. Aber Abitur ist natürlich auch wichtig. Beides zusammen wäre ganz, ganz toll. Ja, das ist schwer zu kommen. Kevin, ich finde, dass du ein netter Kerl bist und ich glaube, dass du dein Ding drehen wirst und dein Ding machen wirst. Jetzt hau richtig rein in der Schule, dass du da vorankommst und überleg mal mit dem Vater, wenn das ist ja kein Dauerzustand. Dass ihr da nicht richtig redet. Wenn ihr vorher ganz gut miteinander zurechtgekommen seid, dann musst ihr dir irgendwann ein Herz fassen und musst ihm sagen, pass auf, wir müssen mal miteinander sprechen. Ja, okay, Domian, ich wollte dir danken, denn das hat mir auf jeden Fall viel gebracht, dieses Gespräch, denke ich mal. Das hoffe ich sehr. Ja, es hat mir sehr viel gebracht. Und darf ich noch ein paar Freunde von mir grüßen? Ja gut, komm, weil du es bist. Ja, einmal Timon, Felix, die anderen und Anton. Na, okay. Alles klar. Ja. Kevin, dann wünsche ich dir alles Gute und viel Erfolg in der Schule. Dankeschön. Tschüss. Und hier ist Thomas. Thomas ist 45. Hallo Thomas. Hallo Domian. Thomas, was ist dein Thema? Mein Thema ist, ich lebe seit 6,5 Jahren mit meiner Lebensgefährtin zusammen. Die ist jetzt 39 Jahre alt. Ja. Und leidet unter Magersucht, Bulimie. Und das wird von Jahr zu Jahr schlimmer und mittlerweile weiß ich also schon nicht mehr, was ich machen soll. Also du lebst seit 6,5 Jahren mit ihr zusammen, sagst du? Ja. Hat sie das die ganzen Jahre schon? Leidet sie die ganzen Jahre darunter? Ja,
mittlerweile weiß ich, dass sie die ganzen Jahre drunter leidet, aber von Anfang an habe ich es nicht gewusst. Also, da hat sie es kaschiert und versteckt. Richtig, ganz genau. Magersucht, das heißt, wie groß ist sie und wie viel wiegt sie? Die ist 1,66 groß und wiegt man gerade 45 Kilo. Oh weia. Genau. Sie isst extrem wenig. Die isst extrem wenig und wenn sie ihn auch mal vernünftig isst, dann geht sie natürlich dann logischerweise nach der Mahlzeit auf Toilette und bringt sie dort wieder hin. Achso, das ist also bulimisch auch noch. Sie erbricht das dann, wenn sie mal was isst. Ja, richtig, vollkommen klar. Ist sie noch fähig an einen Alltag? Hat sie noch einen Job? Schafft sie das? Nein, sie ist momentan eine Hausfrau und Mutter. Sie hat zwei Kinder, sind 13 und 17 Jahre alt und da kümmert sie sich hauptsächlich drum. Oder zumindest, sagen wir mal, das, was unter Kümmern verstehen. Ja. Nur das Problem ist jetzt eben halt, dass sie, medikamentenabhängig mittlerweile geworden ist, alkoholabhängig geworden ist. Ja, es kommen viele Probleme zusammen. Sie war jetzt im Januar, Anfang des Jahres, im 6. Januar war sie im Krankenhaus, akut mit Notarzt und Rettungswagen, da hat sie zu Hause einen Krampfanfall gehabt, aufgrund von einem Medikamentenmissbrauch. Welche Art von Medikamenten nimmt sie ein? Ja, sie hat hier von ihrem Therapeuten, sie ist in einem... Im Januar war sie dann, oder bis Anfang Januar war sie dann 4 Monate in Therapie, hat sie dann eben halt hier Psychopharmaka verschrieben bekommen, logischerweise. Und hat aber aufgrund, bei den Bulimie-Süchtigen ist es so, die nehmen Tramal eben halt, damit sie mal weniger essen, und hat dann einen Tramalmissbrauch gemacht und hat aufgrund dessen einen Krampfanfall bekommen. Ja, das Problem ist aber folgendes, sie hat im Krankenhaus nicht erzählt, dass es aufgrund von Tramal kommt, sondern im Krankenhaus hat sie dann erzählt, dass es von Schlafentzug gekommen ist. Wie stark ist die Alkoholabhängigkeit? Ah, das Problem ist, sie trinkt täglich. Was trinkt sie und wie viel? Nur sie trinkt Bier, sie trinkt Schnaps, das, was gerade da ist. Und nimmt aber auch zusätzlich ihre Medikamente und genau das ist das Problem. Und ich weiß, dass sie mittlerweile, seit... Da stelle ich mir zum einen dein Leben äußerst schwierig vor, um nicht zu sagen, dein Leben ist die Hölle. Danke. Kann ich mir vorstellen. Ja. Nee, ich will dich ja nicht beleidigen. Ich sage es nur so, weil ich mir das ausgesprochen schwierig vorstelle, an der Seite eines Menschen zu leben, der genauso so erkrankt ist, wie du es gerade beschrieben hast. Ja. Und sie kann doch gar nicht ihren Alltag dann schaffen, auch mit den Kindern. Das schafft sie auch gar nicht. Ich habe jetzt bis bevor deine Sendung angefangen ist, habe ich jetzt zum Beispiel hier gestanden und habe geplättet. Auf Deutsch gesagt, ich habe die Wäsche gebügelt. Ne? Thomas, ist ihr denn die Dramatik ihrer Situation klar? Überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Also sie hat jetzt von ihrem Therapeuten hat sie jetzt eine Einweisung bekommen in eine psychosomatische Klinik, wo wir aber jetzt noch warten müssen auf die Krankenkassen eine Zusage, dass sie auch die Kosten übernehmen. Ja. Aber sie weiß, dass sie jetzt dahin muss irgendwann, wann auch immer der Termin jetzt sein mag. Mhm. Aber dass sie jetzt sich jetzt Mühe gibt und sich schon mal anfängt selber zu bessern, überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, es wird immer schlimmer. Sie sagt also nicht, ich bin magersüchtig, sagt sie nicht? Nein, das sieht sie überhaupt nicht. Das sieht sie überhaupt nicht. Und sie sieht auch nicht, dass sie alkoholabhängig ist? Nein, überhaupt nicht. Auch tablettenabhängig, überhaupt nicht. Dann liegt noch ein sehr, sehr weiter Weg vor ihr, bis sie Hilfe findet. Ja, sicher. Das Problem ist nur, dass ich mittlerweile selber langsam am Stock gehe. Das glaube ich, das meinte ich gerade. Und langsam auch wirklich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Du kannst nichts machen. Das Problem ist, ich habe, sagen wir mal, ich war 22 Jahre Krankenpfleger und logischerweise würde ich ihr gerne helfen. Ja. Aber ich kann ihr nicht helfen. Nee, das glaube ich. Und ich weiß auch mittlerweile nicht mehr, was ich machen soll. Das ist das Problem. Das ist wirklich sehr dramatisch. Ich glaube, dass du wirklich nicht helfen kannst. Ja, was da an Hilfe möglich ist, muss von ihr initiiert werden. Das muss mit dem Schritt einhergehen, dass sie sagt, ja, ich bin krank, ich bin dreifach erkrankt, ich brauche dringend Hilfe. Solange das nicht der Fall ist, ist fast aussichtslos. Es ist ja schon ein Wunder, dass sie dann jetzt in diese psychosomatische Klinik gehen will. Ja, ob sie nun will, das ist die Frage. Ne? Noch haben wir die Zusage ja nicht, logischerweise. Ja gut, aber wenn die Zusage da wäre, meinst du, würde sie es machen? Sie muss es machen. Sie muss es machen aufgrund auch ihrer Kinder. Die Kinder drängen ja auch logischerweise. Ja. Die kriegen das ja auch mit, logischerweise. Also für dich ist es wirklich eine ganz heikle Situation und du musst für dich eine Position finden. Ja, also sonst gehst du auch seelisch dabei vor die Hunde und zugrunde. Ja. Pass mal auf, Thomas, meine Sendung ist gleich vorbei. Wir rufen dich jetzt aber gleich nochmal an und dann können wir das in Ruhe im Hintergrund besprechen. Okay? Alles klar. Bis gleich. Okay, tschüss. Bis denn, tschüss.
So, ihr Lieben, morgen sind wir im Fernsehen. Ganz wichtig, im Fernsehen sind wir morgen 10 Minuten später mit unserem Thema Trucker-Geschichten. Ich möchte gerne mit Leuten, mit LKW-Fahrern sprechen über ihr Leben auf der Straße und ihren Alltag. Ab 0 Uhr könnt ihr anrufen. Ihr könnt mailen, domian@wdr.de. Im Fernsehen sind wir morgen um 10 nach 1 und im Radio pünktlich um 1 Uhr. Bis morgen. Schöne Nacht, gute Nacht. Bis dahin. Ciao.